Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alone in the Dark. Wollen wir mal schauen, was wir hier so auf dem zweiten Stockwerk noch machen können. Ersten Stockwerk sind wir jetzt, ne? Genau. Dachboden, zweites Stockwerk, jetzt sind wir im ersten Stockwerk. Die Tür geht nicht auf, abgesperrt. Schauen wir, was wir hier haben. Ah, da hinten war schon eine Tür. Ich glaube aber, wir können direkt hier. Hier muss man schnell sein. Hier ist das Badezimmer, da ist so ein Monster drin. Ich kann das gerade mal zeigen. Let's Play 3. Halt! Oh, das war schon schief gegangen. Man muss nämlich hier die Kanne nehmen. Oh. Und dann schnell hier rein, das nehmen und wieder raus. Man kann es schaffen, nicht einmal getroffen zu werden. Das macht 5 Energie ab. Das werden wir direkt mal versuchen. Spiel laden. Ah, schon wieder hängen geblieben an dem Mist. Ja, müssen wir. Das geht aber. Stellen wir uns mal so hin. Puh. Ist die Frage, ob wir jetzt da so reinkommen. Aus hier. Ah. So, soll erstmal wieder zurücksacken in sein Teil da. Halt. Puh. Ja, das hat gut geklappt. Dann haben wir eine Haushaltsapotheke, die machen wir direkt mal auf. Und da haben wir ein weiteres Fläschchen. Ja, und wieder ein bisschen mehr Energie. Gluck, 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 gluck. Awesome. Sie fühlen sich besser. Ja, das legen wir aber nicht hier ab, das Zeug. Die Kanne. Ich glaube, die brauche ich für irgendwas noch. Zerbrochene Vase, die kann auch weg. Schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Ein Notizbuch. Ach du Jemine, das ist nicht gut. Dann sollten wir mal hier jetzt. Ah, wieso treffe ich den denn nicht? Los, fahrt mit dir. Ah, das ist ja echt übel. Mistvieh. Puh. Ja, da haben wir ein bisschen Energie wieder verloren. Das sollte aber so klappen. Das Notizbuch schauen wir uns mal an. Tagebuch von Jeremy Hartwood. 27. September 1924. Ich muss unbedingt Tagebuch führen. Zu viel Sonderbares in der letzten Zeit ist geschehen. Soweit ich mich erinnern kann, hatten mich meine Träume noch nie dermaßen beunruhigt. Wahrscheinlich war früher mein etwas romantischer Geist zu betrübt. Und erst jetzt eröffnen sich ihm neue Wege und Visionen. Manche werden beim Anblick meiner letzten Bilder meinen, dass ich am Abgrund des Wahnsinns stehe. Vielleicht haben sie dabei nicht Unrecht.
28. September 1924. Die Nacht ist duster, ich bin wieder schweißgebadet aufgewacht. Mein Traum geht mir nicht aus dem Sinn. Ich wandelte durch die Dünen zwischen Zyklopensäulen. Diese im Kreis angeordneten Steine trotzen dem Wind, der sie tobend peitschte. Ich tauchte meine Hand in den Boden. Alsbald spürte ich die Berührung mit etwas Ekelhaftem, das nach mir griff. Verzweifelt versuchte ich, mich von dieser Umklammerung zu lösen. Meine klebrige Hand kam frei, meine Finger hielten verkrampft einen Dolch. 5. Oktober 1924. Der von den Säulen geformte Kreis ist so etwas wie ein Drudenfuß. Vielleicht meinen sie Druidenfuß, Drudenfuß, keine Ahnung. In der Cedos Bibliothek gibt es stapelweise Zauberbücher. Und daher richtete ich mich dort ein, um Traumbilder zu deuten, die mich nicht in Ruhe lassen und die sicher im Zusammenhang mit meinen Entdeckungen stehen. Ich muss einfach meinen Träumen auf den Grund gehen. 16. Dezember. Oh Gott, ich habe den Dolch gefunden. Er war hier versteckt. Und was ich erfuhr, erfüllte mich mit Grauen. Es ist ein Opfermesser, das einem barbarischen Kult diente. Schon allein der Gedanke, die Klinge habe Herzen durchbohrt, erschüttert mich. Trotzdem kann ich nicht umhin, meine Forschung fortzusetzen. Der Cedo birgt großen Reichtum. Hatte mein Vater nun doch recht? 23. Januar. Tagsüber bin ich so in meine Bücher vertieft, dass mich meine Diener für verrückt halten. Nachts wecken meine Schreie das ganze Haus auf. Meine Träume rauben mir noch den letzten Verstand. Umsonst bemühe ich mich, wach zu bleiben. Das Wesen meiner Visionen hat sich geändert. Ich glaube, durch den Einfluss der Forschung meines Vaters... 7. Februar 1925. Der schwarze Mann, so nenne ich ihn nun mal, hat mir sein wahres Gesicht gezeigt. Er erschien wie üblich neben dem Kamin, aber diesmal kam er mir näher. Sein entsetzliches Grinsen werde ich bis zum letzten Abendzug nicht vergessen. Sein eisiger Atem, sein bohrender Blick nagelten mich fest. Jetzt bin ich sicher, dass diese grässliche Maske, die mir die Nacht zur Hölle macht, und dieser grausame Blick dem Tod gehören. 10. März. Mein Erschöpfungszustand verschlimmert sich. Die Augen brennen beim Lesen. Anscheinend haben die Piraten die Gegend schon seit eh und je unsicher gemacht. Dr. Herbert rät mir, auf dem Zimmer zu bleiben, in das ich übersiedelt bin. Und wo ich nun besser schlafe. Doch der schwarze Mann gibt nicht so schnell auf. Er wartet schon immer auf mich. Er hat Zeit. Außer ich, Jeremy Hartwood, finde ein Mittel, ihn in die Hölle zurückzuschicken. 11. März. Meine allzu spärlichen Latein- und Griechischkenntnisse erschweren mir die Lektüren. Aber immerhin bin ich einen großen Schritt vorwärts gekommen. Ich habe das Zeichen auf dem Boden gemalt. Hier kann er nicht mehr drüber. Ich möchte ihm zu verstehen geben, dass ich das auch in meinem Schlafzimmer tun kann. Er muss vor Wut kochen, wo er doch gerade erst letzte Nacht den neuen Weg in meine Träume gefunden hat. Also es gibt so einen Schutzkreis, den es gibt. Da kann uns nichts anhaben, da wo der ist. 13. März. Die Übersetzungen bringen mich noch an den Bettelstab. Ich kann nicht mehr malen. Meine Bücher sind Werke eines Wahnsinnigen. Das mitleidige Lächeln Thornhills, eines Sammlers, sprach Bände. 29. März. Gütiger Gott. Er ist wiedergekommen. Er hat die Pforte zu meinen Träumen gefunden. Ich bin zu ermüdet, um nur auch das Geringste zu unternehmen. Ich kann nicht mehr. Und er weiß es. Für ihn bin ich so gut wie tot. Es sei denn... 30. März. Laune des Schicksals. Die Höhle, die mein Vater sein Leben lang suchte, ist da. Zum Greifen nah. Waites, der Butler, hat im Keller einen Spalt gefunden, aus dem ein kalter, übelriechender Luftzug kommt. Mich fröstet beim Gedanken, dass mein Vater hier gestorben ist. Also im Keller haben wir noch so einen Luftzug. In der Bibliothek haben wir erfahren, ist der Dolch versteckt. Seine schmerzverzerrten Züge werden mich bis ins Grab verfolgen. Zusammengekauert lag er mit verweintem Gesicht da. Seine Nägel waren regelrecht aufgeschlissen. So sehr hatte er im Boden gewühlt. Dr. Gray diagnostizierte einen Herzschlag. Viel später erst erzählte mir Waites, dass sich der Arme die Zunge abgebissen hatte und er durch sein eigenes Blut erstickt war. Übel. 31. März. Im Traum habe ich die Höhlen erforscht. Der schwarze Mann begleitete mich. Komischerweise fühlte ich mich fast wohl. Aber wie kann ich in Worte hüllen, was ich gesehen habe? Das Böse, das Übel ist einfach unbeschreiblich. Ich begriff, dass mein Tod ihn nicht befriedigen kann. Der schwarze Mann will mehr. Er braucht einen Körper. Seine gierigen Schergen sind frei und ich bin schuld daran. Es ist fast witzig. Der Cedo ist verflucht.
Vom Keller bis zum Dachgeschoss. Mir fehlt die Kraft zum Weiterkämpfen. Die Wurzeln des Bösen sind fest mit den Grundmauern verwachsen. Ich weiß, das Ende naht. Ich habe beschlossen, möge derjenige, der dieses Tagebuch findet, für mich beten. Ich habe es bitter nötig. Interessant. Schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Schade, also war nur das Tagebuch hier zu holen. Also müssten wir in diesen Raum gar nicht eigentlich rein. Es sei denn, man will diesen Hinweis natürlich haben, den wir geholt haben. Wir sollten mal wieder speichern. Na, halbwegs okay durchgekommen. Hier ist eine weitere Tür. Schauen wir da mal rein. Dieser Raum ist nicht beleuchtet. Dann gehen wir erstmal raus. Schauen, was hier noch in diesem Gang ist. Ah, da ist ein Rätsel. Ich glaube, hier musste ich das drüber hängen. Indianerdecke. Ich glaube, das war das. Speichere hier gerade mal, damit ihr das seht. Wenn ich jetzt hier weitergehe, schießt er nämlich von hinten so ein Tomahawk auf mich drauf und dann sterbe ich. Oh, so ist es. Ja, keine Chance. Komm hier gerade so weg. Damit das nicht passiert, gehen wir hier hin und hängen die alte Indianerdecke, die wir auf dem Dachboden gefunden haben, drüber. Dann kann uns hier schon mal nichts passieren mehr. Das Problem ist auf der anderen Seite, ganz hinten, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da ist eine... auf der gegenüberliegenden Seite ein Indianergemälde und das muss ich von hier mit dem Bogen wegschießen. Da kann ich jetzt erstmal also nicht mehr weiter. Deswegen gehen wir hier in diesen dunklen Raum. Raum ist nicht beleuchtet. Petroleumlampe benutzen. Oh, ich brauche erst Feuer, um die anzumachen. Ja, die Lampe brennt nicht. Ja, dann gehen wir wieder raus und gehen auf Öffnen suchen. Und ich würde sagen, wir machen hier einen Break. Let's Play 3. Bis zum nächsten Mal, euer Totin.